ersten Unterschriften liegen ab morgen im Sekretariat. Hallo, Ralf. Dr. Berthold? Ja. Er ist ihm zu gut. Sie wollen da freiwillig abschieben. Sag mal, Werner, was spielen wir wieder Squash? Ne? Das letzte Mal ist über ein halbes Jahr her. Tja, Mann, das war ja schon von... Warte mal kurz. Hallo, Ralf. Heute Abend. Wann? Gegen 9. Genau Uhrzeit sage ich dir noch. Was ist es? BMW 47. Von der Straße weg? Nein, ich unten aus der Tiefgarage. Du hast fast die ganze Nacht Zeit. Wo soll man hin? Nach Österreich. Über Kiefersfelden. So schnell wie möglich. Aber du musst keine Rennen fahren. Okay. Und wo übernehme ich ihn? Wie immer. Ruf mich an. Versteht sich. Herr Gode, Ihre Schwester hat angerufen. Und, was Besonderes? Sie sollen zurückrufen. Mach ich. Haben Sie Hunger? Ich habe gerade was gekocht. Nee, ich habe keinen Hunger. Lassen Sie mal gut sein, Frau Walters. Ihr jungen Leute esst zu wenig. Ich sage immer wieder, dass das ein Fehler ist. Wenn es nur der ist, der stört mich nicht. Hallo, Werner? Ja, ich bin's. Ich hab's gewusst, dass du's bist. Du kommst gerade von der Uni, oder? Ja, ich komm gerade rein. Was gibt's denn? Also, pass auf. Es geht um Folgendes. Ich muss für die Abschlussprüfung eine Fotoreportage machen. Über irgendein Thema. Ich kann mir das Thema aussuchen. Und was für ein Thema nimmst du? Dich. Mich? Ja, dich. Meinen Bruder. Krieg keine Angst, nichts Privates. Also Moni. Mein Bruder als Student. Umfeld von Studenten zu zeigen, wie ihr seid und was um euch herum so los ist. Du siehst, was für ein Thema das ist. Ich kann es nicht mal richtig beschreiben, aber Monika. Vielleicht kann ich es fotografieren. Also der Spaß an der Arbeit, die Lust zu leben und natürlich auch die Anspannung, unter der ihr lebt und eben nicht nur Spaß, sondern Zorn, Protest und das Ganze eben als eine Art Vision fotografiert. Warum sagst denn du nichts? Ja, du lässt mich ja nicht zu Wort kommen. Ja, also ist das ein Thema oder ist es verrückt? Moni, was heißt die Vision? Das, ich sehe da keine. Es gibt keine Vision. Nein? Nein, das ist alles eher praxisbezogen. Man sieht ja, was los ist und dann stellt man sich drauf ein. Was lachst du jetzt so? Weil du mir mein Thema ausreden willst, aber das kannst du nicht. Also ich sag dir dann später noch, wann genau ich komme und schlafen kann ich doch bei dir, oder? Ich nehme dir die Gelegenheit, Nein zu sagen. Weißt du wie? Indem ich einfach auflege. Monika? Monika! Thank you.
Er ist zum Lift. Puoi cominciare. Noi abbiamo seguito Joy per una settimana questa persona. Per oggi non gli sembrerà la sua macchina. Okay. Warten wir, bis er rauskommt. Das kann eine Weile dauern. Der Typ ist nicht leicht zu knacken. Kommt. Ja, alles in Ordnung. Okay. Ach, Herr Gudel, Sie gehen noch aus? Ja, Frau Waldhaus, ich gehe noch aus. Sie sehen sehr gut aus. Ich weiß. Es kann sein, dass ich morgen früh erst wieder da bin. Geraten Sie also nicht gleich in Panik. Ich gerate nicht in Panik. Ich finde es nur nicht sehr gut, dass ein junger Mensch wie Sie sich die Nächte um die Ohren schlägt. Sag, der Wagen wird erst morgen gebraucht. Du hast die ganze Nacht Zeit. Wird sich drauf verlassen? Nein. Eben. Ich auch nicht. Weit davon. Чеестон, що робите так довго? Ну, це не може довго, та. Хіба зараз прийде? Du bist nicht mehr da. Du da jetzt fest. Wir sind nicht. Wer geht hin, Marsch? Papiere sind im Handschuhfach. Sechst du aus der Pizza? Was? Willst du was trinken? Nee, danke, kein Durst. Fahr los. Mir? Ich hätte Durst, wenn ich da oben durch müsste. Das ist ja der Spaß. Aber Zeit. Was gibt's denn? Wagen heute Abend. Parkplatz in Strassler. Und ich soll mit dabei sein? Diesmal ja. Ich mach den Wagen auf, du fährst los damit. Moment, du weißt ganz genau, dass ich nie direkt mit dabei sein will. Was ist es denn? Schöner großer Mercedes. Und ohne Risiko. Der Mann geht jeden Abend essen mit seiner Sekretärin. Das in aller Ruhe. Also du hast Zeit. Und wie ist der Parkplatz? Bäume und dunkel. Was ist, wenn der Wagen nicht günstig steht? Dann machen wir es morgen oder übermorgen. Der Mann kommt jeden Abend.
Komm ja. Sie hören das Telefon? Ich höre das Telefon, Frau Walters. Aber Sie nehmen nicht ab. Das werde ich tun, sobald Sie die Tür hinter sich wieder zugemacht haben. Ja? Da bist du ja. Ich wollte gerade auflegen. Ich dachte, du bist nicht da. Ich musste erst die Walters rausschmeißen. Die sind immer so neugierig. Du kennst sie doch. Wieso? Was ich dir sage, kann sie doch hören. Sitzt du oder stehst du? Moni, ich stehe. Was ist? Dann setz dich hin oder halt dich fest. Ich komm morgen und bring dein Leben durcheinander. Komm, wenn du willst, aber lass bitte dein Thema in Augsburg. Oh nein, mein Lieber, du bleibst mein Thema. Weißt du eigentlich, dass du mich aufgeregt hast? Hab ich. Du hast doch gesagt, es gäbe keine Visionen. Alles wäre irgendwie praxisbezogen. Jetzt denke ich die ganze Zeit drüber nach, wie ich das fotografieren soll. Naja, also morgen bin ich da. Ciao, mein Lieber. Mund. Hast du noch was vergessen? Nein, ich habe nichts vergessen, aber ich wollte wissen, ob du was vergessen hast. Ich habe auch nichts vergessen und ich bin schon unterwegs. Wissen Sie, worüber ich nachdenke? Nee, Frau Walters, werden Sie es los. Sie gehen ja öfter aus, aber manchmal, da machen Sie sich ganz besonders fein. Und zwar immer dann, wenn Sie erst am nächsten Tag zurückkommen. Aha. Und welche Schlüsse ziehen wir daraus? Ach, Sie sind immer so sarkastisch und es tut mir leid, dass Sie etwas übersehen. Was übersehe ich? Dass ich es sehr gut mit Ihnen meine. Vielleicht denken Sie mal darüber nach. Mach ich, Frau Walters. Ach, übrigens, meine Schwester kommt morgen zu Besuch. Und die hat etwas mit Ihnen gemeinsam. Die meint es auch immer gut mit mir. Was sagt man dazu? Schließ nicht mal seinen Wagen ab, das erspart uns die halbe Arbeit. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, ich habe vergessen, den Wagen abzuschließen. Ich gehe raus. Nein, bleiben Sie nur, Frau Kessler. Sie da in meinem Wagen. Los, kommen Sie raus. Wer sind Sie? Halt ihn fest. Was? Das kann ich nicht halten. Los, steigen Sie ein. Lass ihn los. Tun Sie, was ich sage. Los. Rein. Los, steig ein. Geben Sie mir die Schlüssel. Ja, nehmen Sie die Schlüssel. Nehmen Sie mein Auto, aber bitte lassen Sie mich gehen. Bleiben Sie sitzen. Tür zu.
Lass ihn doch aussteigen. Lass ihn doch aussteigen, Kranz. Du bist ein Idiot. Wir schreiben uns das ganze Lokal zusammen. Fahr los! Warum lassen wir ihn nicht aussteigen? Irgendwo. Was sollen wir denn sonst mit ihm machen? Weißt du, das ist das erste Mal, dass ich mit so einem Typen zu tun habe. Sonst sehe ich die ja nie. Und jetzt sitzt einer neben mir. Du fragst mich, was wir mit ihm machen sollen. Soll ich dir was sagen? Ich weiß es nicht. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Halten Sie irgendwo an, lassen Sie mich aussteigen. Fahren Sie weiter. Ich vergesse Sie. Ich habe Sie nie gesehen. Ja. Ja. Warum tun wir nicht, was er sagt? Guter Platz. Hier lassen wir ihn laufen. Wenn wir ihn laufen lassen, dann sind wir dran, das weißt du. Er hat Zeit genug gehabt, sich unsere Gesichter einzuprägen. Aber das wäre nicht das Schlimmste. Viel schlimmer ist, dass du meinen Namen gesagt hast. Die haben nämlich meinen Namen bei der Polizei. Und mein Foto haben sie auch. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir herauskommen. Bis jetzt hat es dir immer Spaß gemacht. Ein bisschen Herzklopfen, das dich nicht gestört hat. Im Gegenteil. Und das Geld, das dich auch nicht gestört hat. Hören Sie, lassen Sie mich einen Vorschlag noch mal machen. Lassen Sie mich aus. Bitte. Ich schwöre Ihnen, glauben Sie mir. Ich kenne Sie nicht. Ich habe Sie vergessen. Bitte, lassen Sie mich gehen. Steigen Sie aus. Springen Sie jetzt zur Straße. Da können Sie sich einen Wagen anhalten, der Sie mitnimmt. Kommen Sie. Was hast du gemacht? Hast du ihn erschossen? Nein. Ich habe ein Problem beseitigt. Es wäre schön, wenn du es auch so siehst. Und jetzt steige ein und fahr los. Hinter Garmisch warten sie auf dich. Aber halt, ich kann doch jetzt kein Auto mehr fahren. Du hast jemanden erschossen. Da liegt ein Toter im Wald. Willst du den Wagen hier stehen lassen? Er ist voll von unseren Fingerabdrücken. Jetzt auch nicht besonders. Oder glaubst du, dass mir das nichts ausmacht? Mir ist scheiße übel. Steig jetzt ein. Wir haben keine andere Wahl. Hör auf deinen Verstand. In der nächsten Ortschaft steige ich aus. Thank you.
Grüß Gott. Moment. Bitte meinen Kollegen mitnehmen. Bis Seefeld, er hat Dienstschluss. Mitnehmen? Nur bis zur Ausfahrt Seefeld. Ach so, nein, das geht leider nicht, weil der Wagen, der gehört nicht mir, der gehört meinem Vater. Und der hat mir ausdrücklich verboten, jemanden mitzunehmen. Auch kein Grenzbeamten? Darf ich mal Ihren Ausweis sehen? Sicher. Das ist ein Studentenausweis. So. Germanistik. Viertes Semester. Es wird Ihnen wahrscheinlich nicht viel ausmachen, wenn Ihnen sagt, dass ich Sie nicht für sehr freundlich halte. Fahren Sie weiter. Wer kommt denn da? Das ist Frau Kessler, die mit Kindermann im Lokal war. Sie hat die Angehörigen verständigt. Guten Tag, mein Name ist Derek. Mein Beileid. Wo hat man ihn gefunden? Kommen Sie. Zwei Schüssen in den Rücken. Wer tut sowas? Und warum? Sie wollten seinen Wagen stehlen vom Parkplatz weg. Ich weiß, Frau Kessler hat es mir gesagt. Ja. Er hatte vergessen, seinen Wagen abzuschließen und ging nochmal hinaus. Dann muss er die überrascht haben. Die haben ihn in den Wagen eingeladen, haben ihn mitgenommen bis hierher. Und dann haben sie ihn erschossen. Mit Schüssen in den Rücken? Ja. Der Wagen? Der dürfte längst im Ausland sein. Kann ich ihn noch mal sehen? Na, ist nicht nötig. Frau Kessler hat Ihren Vater schon identifiziert. Warten Sie mal. Ich will ihn sehen, nicht identifizieren. Ja, ich weiß. Da sind Sie ja endlich. Frau Walters, immer wenn ich komme oder gehe, immer stehen Sie da. Warum? Diesmal stehe ich da, um Ihnen zu sagen, dass Ihre Schwester angekommen ist. Hallo, Werner, da bin ich. Ich habe einen Zug früher genommen. Ja, sag guten Tag und küsst deine Schwester. Was ist denn los mit dir? Du schaust mich an, als hättest du die Sprache verschlagen. Oder soll ich wieder gehen? Ich habe meinen Koffer noch nicht ausgepackt. Nein, nein, ich bin ja froh, dass du da bist. Um Gottes Willen, bleib bloß hier. Ja, so will ich's haben. Und so habe ich es mir auch vorgestellt. Frau Walters kocht Kaffee und dann essen wir den Kuchen, den ich gebacken und mitgebracht habe. Da ist er. Und da ist mein Koffer und da sind die Kameras. Sag mal, wo treibst du dich eigentlich rum? Frau Walters sagt, du kommst manchmal ganze Nächte nicht nach Haus. Oder bringe ich dich mit dieser Frage in Verlegenheit? Es hat schon ein paar Mal geläutet. Ich habe gesagt, du bist noch nicht da. Wer war dran? Es war ein Mann.
Ich habe ihm gesagt, wer ich bin und wollte wissen, wer er ist, aber da hat er aufgelegt. Ja? Mann, wo steckst du denn? Ich sitze hier wie auf Kohlen. Ich will wissen, ob alles in Ordnung gegangen ist. Ich weiß, deine Schwester ist bei dir. Sag also bloß ja oder nein. Ja. Gut. Pass auf, ich muss dich sofort sehen. Es tut mir leid, Moni. Ich muss noch mal weg für eine halbe Stunde. Es dauert wirklich nicht lang. Ich bin sofort wieder da. Hm? Hab ich's dir nicht angedroht? Ich bring dein Leben durcheinander. Ist doch ganz klar, dass du tust, was du tun musst. Den Kaffee stellen wir so lange warm. Ich warte gerade mal. Kein Problem. Was hätten wir denn anderes machen sollen? Den Leuten, für die wir arbeiten, passt das auch nicht. Aber selbst die haben gesagt, dass es da wohl keine andere Wahl gab. Und die hatten wir auch nicht. Wir? Pass mal auf, Kranz. Ich hab den Mann nicht umgebracht. Doch. Du hast gesagt, lass ihn aussteigen, Kranz. Du hast meinen Namen genannt. Das war dein Fehler. Damit hast du ihn erschossen. Sagen wir, du hast ihn mit erschossen. Wir hatten beide den Finger am Abzug. Hat er Familie? Was fragst du nach seiner Familie? Pass auf. Die wollen wissen, ob sie sich noch auf dich verlassen können. Moment mal bitte. Stefan? Ja? Telefon. Ja, ja, ich komme. So, danke schön. Das ist der österreichische Zoll. Bei denen ist der Mercedes durchgekommen, dem jungen Mann am Steuer. Da haben sie ihn gefragt, ob er ein Grenzbeamten ein Stück mitnimmt, aber das hat er dann abgelehnt. Hier liegt der Hörer. Derek, Mordkommission. Ich höre gerade, der Mercedes ist bei Ihnen durchgekommen. Ja, kein Zweifel. Die Nummer stimmt, weil ich mir sie gemerkt habe und auch die Vorab. Haben Sie sich den Pass des jungen Mannes zeigen lassen? Ja, er war so nervös, dass er mir einen verkehrten Ausweis gesagt hat. Einen Studentenausweis. Ja. Wissen Sie seinen Namen? Den habe ich nicht. Jedenfalls nicht gemerkt. Aber eins weiß ich ganz sicher. Er ist Student. Studiert Germanistik. Na ja, vielleicht können Sie beschreiben. Ja, zu beschreiben ist da nicht viel. Ja, vielleicht versuchen Sie es mal. Ich gebe ihn jetzt meinen Kollegen, ja? Also, an was erinnern Sie sich noch? Ich habe 8 Tage Zeit. Stell dir vor, es kann natürlich sein, dass du mich schon nach 3 Tagen rauswirfst. Warum soll ich dich denn rauswerfen? Von mir aus kannst du so lange bleiben, wie du willst. Solange ich will. Du neigst zum Leichtsinn, mein Lieber. Ich werde dir nämlich ganz schön auf die Nerven fallen. Weil du, ich hab's dir gesagt, mein Thema bist. So, jetzt halt mal still. Ich mach von dir ein Eröffnungsbild. Wie du jetzt gerade am Fenster stehst, das ist ganz gut. Was gibt's denn da zu fotografieren? Ah, siehst du, es geht schon los. Darf ich? Ja, ja. Weißt du, was ich auf meiner Akademie gelernt habe? Nee. Ist ein Standardsatz, aber ein ganz guter. Und was? Such immer das Bild hinter dem Bild. Bist du irgendwie unglücklich? Warum soll ich denn unglücklich sein? Es ist ja nichts Schlimmes, unglücklich zu sein. Und da siehst du alles hinter dem Bild? Ja, ein bisschen schon. So, und jetzt schau an der Kamera vorbei auf meine linke Schulter. Nochmal auf diesen Grenzbeamten zurückzukommen. Der kriegt das Gesicht nicht zusammen. Man hat ja nur das Gesicht von dem jungen Mann gesehen. Immerhin, wir wissen, dass er Student ist, dass er Germanistik studiert in München und... Oh Gott, um Himmels Willen, wie viele studieren denn da Germanistik? Ja, sicher mehr als einer. Darf ich meinem Bruder gute Nacht sagen? Kommt drauf an, wie. Mhm. Gute Nacht. Ich küsse ihn und sage Dankeschön, dass ich in seinem bequemen Bett schlafen darf, während er sich auf einer miesen alten Couch das Kreuz verbiegt. Moni, wieso bin ich ein Thema? Ich habe mir für die Abschlussprüfung eins ausdenken müssen und da dachte ich, du bist eins. Ja, aber warum? Ich habe mir das so vorgestellt. Wir sind doch zwei, die sich noch überall umschauen müssen, die eigentlich nicht wissen, wo es lang geht. Nein. Und das willst du fotografieren? Bist vielleicht bescheuert. Klar.
klar, wenn ich das fotografiere. Hallo, was ist? Ich verstehe nicht, was dich hier interessiert. Ja, deine tägliche Umgebung, und die gehört doch zu dir. Jetzt geh einfach los und kümmere dich um mich. Oh! Entschuldigen Sie bitte, ich habe nicht gesehen, dass Sie fotografieren. Mach du nicht, ich habe noch nicht abgedrückt. Okay. Germanistikstudium? Ja, kann man da eine Namensliste haben? Wäre das möglich? Ich werde es Ihnen raussuchen. Danke sehr. Es geht um einen Studenten. Kindermann ist der Name. Die Adresse hätte ich gern. Kindermann? Ach, Moment mal, ich glaube, da kann ich Ihnen helfen. Ich kenne eine Studentin, die heißt Hertha Kindermann. Da kenne ich einen Studenten, der heißt Ulrich Kindermann. Das sind Geschwister, beide studieren Philosophie. Philosophie? Im zweiten Semester. Sie haben auch nach der Adresse gefragt, nicht wahr? Ja. Ja, die kann ich Ihnen auch geben. Warten Sie mal, das ist Nikodemusstraße 10. Nummer 10. Nikodemusstraße 10? Ja. Dankeschön. Gern geschehen. Ah, eine Frage. Kennen Sie die beiden? Ich kenne nur den Bruder. Aber nur so, dass ich seinen Vornamen weiß. Wir haben zwei, dreimal Squash gespielt und bis ich eben das Foto der beiden in der Zeitung gesehen habe. Ach so, ja. Dann wissen Sie ja, dass man Ihren Vater ermordet hat, ne? Ja. Wahrscheinlich möchten Sie Ihr Mitgefühl aussprechen. Ja, ja, ja. Ja, gut. Ja. Gut, dann gehen wir. Sie haben nach der Adresse gefragt, die haben Sie jetzt. Okay. Auch Student? Ja. Philosophie? Nein, Germanistik. Da bist du ja. Du hast mir gar nicht gesagt, wohin du gehst. Ach, guten Tag. Ich bin Monika Gödel, seine Schwester. Wir haben uns ja schon gesehen. Sagen Sie mal, was fotografieren Sie eigentlich da? Das ist ganz schwer zu erklären, fragen Sie meinen Bruder. Kennen Sie sich? Nein, wir kennen uns nicht. Ihr Bruder erkundigte sich nach einem Kommilitonen, der hier mit seiner Schwester Philosophie studiert. Ich bin erst gestern aus Augsburg gekommen. Seine Freunde und Freundinnen kenne ich noch nicht. Ihr Bruder fragte nach einem Studenten, dessen Vater vor 2 Tagen ermordet wurde. Was? Der Vater des Studenten und seiner Schwester? Ja, Ihr Bruder sagte, er hat davon in der Zeitung gelesen. Er hatte Fotos gesehen von dem Mann, der ermordet wurde, und von seinen Kindern. Und dann, naja, gut, er hat dann halt nach der Adresse gefragt, nicht? Und warum? Warum? Anteilnahme, Mitgefühl. Und wo sind die beiden jetzt? Ich nehme an, zu Hause, ja. Ja, vermutlich. Vermutlich. Ich kenne die Familie einigermaßen. Und ich wollte gerade... Sagen Sie, wie wär's denn? Ich habe einen Vorschlag. Haben Sie einen Wagen? Ja, wir haben einen Wagen, ja. Das ist eine gute Idee. Dann fahren Sie hinter mir her. Wenn es nicht unpassend ist, dass jemand, der ganz fremd ist, die Familie aufsucht. Aber Sie kennen ja die Familie. Was meinen Sie, wäre das richtig? Ja, das wäre absolut richtig. Du hast das Mädchen und den Jungen vorher nie gesehen? Nie gesehen? Den Bruder, aber nur so, wie man sich halt so sieht. Weißt du, dass ich das großartig finde? Was findest du großartig? Naja, dass dich das beschäftigt. Klein? Ja, ich bin's. Ja, Stefan, wo bist du? Ich bin in meinem Wagen. So, jetzt setz dich hin oder halt dich fest. Ich habe die verrückteste Geschichte, die es gibt. Ich habe ihn. Ich habe den jungen Mann. Ich habe den Studenten, der Germanistik studiert. Stell dir das vor, ich habe ihn. Was, du hast ihn? Ja, der fährt hinter mir her. Wie, der fährt hinter dir her? Hast du ihn nicht festgenommen? Er weiß ja nicht einmal, wer ich bin. Ich fahre direkt hinter ihm her, Kranz.
Aber ich kann mich auch abseilen, das ist überhaupt kein Problem. Ich lasse einfach einen Wagen zwischen uns und dann sind wir in einer Seitenstraße verschwunden, ganz einfach. Was ist das für ein Typ? Hoffentlich kein Bulle. Ach, das ist doch kein Polizist. Er ist von der Univerwaltung oder vielleicht ist er sogar ihr Dozent. Warte mal. Was macht der da vorne? Glaubst du, dass das ein Polizist ist? Ganz bestimmt nicht. Mit wem telefonierst du denn? Also Kranz, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich fahre da nicht hin. Was falsch wäre. Was Besseres kann uns doch gar nicht passieren. Das ist eine sehr gute Chance. Da kommt doch kein Mensch drauf, dass du mit der Sache was zu tun hast, wenn du da plötzlich vor der Tür auftauchst. Die Sache ist so gut, die hätte uns entfallen müssen. Und dass deine Schwester dabei ist, finde ich ganz fabelhaft. Bloß verquatsch dich nicht. Okay. Ruf später nochmal. Mach ich. Willst du mir nicht sagen, wer das war? Liebes Schwesterchen, alles musst du auch nicht wissen. Sie können reinkommen. Was ist denn alles da? Ah, da ist nur der Sohn und die Tochter. Ja. Naja, ich habe Ihnen gesagt, wer Sie sind und was Sie wollen. Und ja, was ist? Haben Sie sich das jetzt, haben Sie sich das anders überlegt? Ja. Danke, dass du gekommen bist, Werner. Wir müssen mit diesem schlimmen Ereignis irgendwie fertig werden. Ich habe gehört, dass du die Adresse aus dem Sekretariat. Ja. Ja, ich habe die Adresse vom. Ich habe das in der Zeitung gelesen. Wir haben gedacht, dass das ist meine Schwester Monika. Wir haben gedacht, dass es ganz gut wäre, euch zu besuchen, um euch etwas zu sagen. Sie studieren auch? Ja, ja. Aber nicht hier, sondern in Augsburg. Ein Fotostudium. Ich bin nur zu Besuch bei meinem Bruder. Kann ich euch was zu trinken anbieten? Danke. Wir sind sowieso schon. Tja. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es mir sehr leid tut. Und vielleicht sollten wir mal wieder. Ah. Ich denke, dass es jetzt besser ist, wenn wir gehen. Monika. Ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, wer ich bin. Ich bin Kriminalbeamter, ich untersuche diesen Mordfall. Mein Name ist Derek, Mordkommission. Hier ist meine Visitenkarte. Telefonnummern stehen drauf, Büro und auch privat. Vielleicht brauchen Sie mal meine Hilfe. Du hast ihn nicht festgenommen? Nein, habe ich nicht. Also du bist überzeugt davon, dass er der Mann war, der den Wagen über die Grenze gefahren hat? Danke. Nachdem der Besitzer durch zwei Schüsse in den Rücken getötet worden ist? Ja, da bin ich eigentlich sicher. So sicher, dass wir uns nicht einmal um eine Gegenüberstellung mit dem österreichischen Grenzbeamten bemühen müssen? Müssen wir nicht. Gut. Nimmst ihn also nicht fest? Weil ich nicht glaube, dass er der Mörder ist. Ja, aber vermutlich weiß er doch, wer es ist. Also, erklär mir doch mal, was ich da nicht verstehe. Also zunächst einmal, wir haben seinen Namen, wir haben seine Adresse, wir werden ihn beobachten. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, dahinter zu kommen, wer seine Hintermänner sind. Harry, ich bin überzeugt davon, dass eine Organisation dahinter steckt. Ach so. Ja, das ist natürlich was anderes. Ach, ja. Er hat eine interessante Schwester. Die liebt ihren Bruder sehr. Es ist das einfachste Essen, was es gibt. Linsensüß-sauer.
Meine Mutter hat das immer gemacht, wenn sie meinem Bruder einen Gefallen tun wollte. Und jetzt tue ich ihm den Gefallen. Meine Mutter sagte, jemanden einen Gefallen tun, da verschafft ihr selbst angenehme Gefühle. Wo sind die Teller? Da in dem Schrank, dir. Dann lassen Sie nur, ich mach das schon. Was ist denn das? Mord bei Autodiebstahl. Da waren wir. Mein Bruder und ich. Wann war das? In der Nacht, bevor Sie kamen. Als Ihr Bruder erst morgens nach Hause gekommen ist. Danach muss ich ihn mal fragen, wo er sich nachts umtreibt. Ob das recht ist, weiß nicht. Was soll ich riechen? Linsen, süß-sauer. Was ist denn? Ich dachte, du freust dich. Ich freue mich auch, aber ich habe mir wirklich keine Hunger. Sag mal, sind die Blumen von ihm? Du weißt, was unsere Mutter sagte. Wer keinen Hunger hat, der hat ein Problem. Und weil unsere Mutter immer recht hatte, wo ist dein Problem? Ich habe kein Problem. Wirklich nicht, glaub mir, Moni. Es ist alles in Ordnung. Warum umarmst du mich jetzt? Wenn ich glaube, dass jemand lügt, umarme ich ihn. Bist du wach? Ja, ich bin noch wach. Du hast irgendwas und du sprichst nicht darüber. Irgendwas quält dich. Das lässt dich nicht schlafen. Und weil es dich nicht schlafen lässt, lässt es auch mich nicht schlafen. So. Und jetzt sagst du mir, was los ist. Ich habe nichts zu sagen. Für alles gibt es den richtigen Zeitpunkt, den man nicht versäumen darf. Du versäumst ihn nicht, nein? Entschuldige, du, da ist jemand, den ich mal kurz sprechen muss. Bleib mal hier. Darf ich deine Freundin nicht kennenlernen? Ach, das ist doch nicht mein Freund. Ich fotografiere ihn bitte nicht. Bitte nicht. Wer ist das? Das ist meine Schwester. Die besucht mich. Habt ihr ja gesagt, dass sie mich besucht. Sie fotografiert alles, was ihr in die Quere kommt. Ja, keine Angst, ich hat sie nicht fotografiert. Was willst du? Was ist? Schöner Wagen, muss nach Frankreich heute Nacht. Sag mal, bist du jetzt... Ich kann doch jetzt kein Auto mehr fahren. Wieso kannst du kein Auto mehr fahren? Nein, ich kann nicht. Mann, du verstehst da was nicht. Die Leute, für die wir arbeiten, sind gefährlich. Die wollen jetzt wissen, was los ist mit dir. Die wollen wissen, wo du stehst. Die sind ganz scharf darauf herauszufinden, ob du deine Nerven verloren hast. Und wenn du die verloren hast, dann bist du ein Risiko. Also, es wäre das Beste, wenn ich sagen könnte, alles klar, er ist dabei, wie immer. Meinst du, mir geht es besser als dir? Aber wenn ich jetzt komme und sage, der macht nicht mehr mit. Weißt du, du kennst die Leute nicht. Für die bin ich jetzt die Nummer eins, weil ich einen umgelegt habe. Aber auch, weil sie sich auf mich verlassen können. Also, heute Nacht. Genaue Uhrzeit sage ich dir noch. Und jetzt sag was. Pass auf. Alles, was wir beide bisher gemacht haben, da habe ich ein gutes Gefühl mit dir. Weil du mein Freund bist. Und mir liegt viel daran, dass ich auch dein Freund bin. Ich meine, da hat sich doch nichts geändert, oder? Es wäre nett, wenn du jetzt was sagen könntest.
Okay. Jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Du bist eine Schwester von mir. Gute Arbeit. War nicht besonders schwer. Danke, Willi. Der Mann, mit dem er sich getroffen hat, der ist bei uns bekannt. Der ist im Computer. Und da steht auch genau drin, warum. Er hat nämlich eine Vorliebe, der knackt zu gerne Autos. Aber dir ist er offensichtlich sympathisch, oder? Harry, hör doch auf. Ich weigere mich ganz einfach, vorschnelle Schlüsse zu ziehen. Weißt du, was der Handschlag bedeutet? Na, was bedeutet er? Das ist eine Verabredung. Wobei man hinzufügen muss, dass er wahrscheinlich dem Mörder die Hand gibt, was er natürlich weiß. Wir wissen anrufen. Er ist zu Hause. Also wir wissen, dass er zu Hause ist. Ja, aber was willst du denn sagen? Wir sagen, hier ist Derek, Mordkommission, wir sind mit dem Fall beauftragt. Sie kennen sich ja sicher aus. Oder sagst du, jetzt habe ich auch Ihre Schwester kennengelernt, die ist ja wahnsinnig nett. Rufen Sie mich bei Gelegenheit mal an. Stefan, was willst du sagen? Und Kranz wird auch überwacht. Sagen, was du vorhast, wohin du fährst. Nein, Monika! Es ist... Ich habe da was versprochen und ich würde es gerne absagen, aber ich kann nicht. Es geht nicht. Ich kann dir das nicht erklären. Ich muss es dir auch nicht erklären. Du musst es mir einfach glauben. Bitte glaub mir das. Weißt du noch, dass wir als Kinder mal ein wahnsinniges Spiel gespielt haben? Ein Steinbruch bei uns. Wir sind mit verbundenen Augen auf den Abgrund zugegangen, erinnerst du dich noch? Ja, ich erinnere mich. Wir wollten wissen, wann wir ihn spüren, den Abgrund. Und dann anhalten. Der andere hat dann immer aufgepasst, dass nichts passiert. Aber jeder wollte so nah wie möglich an die Kante kommen. Ja, was, warum erzählst du mir das jetzt, Moni? Du warst immer näher dran als ich. Du wolltest immer näher dran sein als ich. Du wusstest genau, dass ich rechtzeitig sagen würde, jetzt bleib stehen. Das sind Kinderspiele, Moni. Kinderspiele gibt's nicht mehr. Das sind alles Kinderspiele gewesen. Kinderspiele! Ja? Ja, ist gut. Ja, ist gut, danke. Kranz hat das Haus verlassen, Sie bleiben an ihm dran. Also alles wie geplant. Was mit dir? Bleibst du hier? Ja, ich bleib hier. Aha. Willi, wir gehen, komm.
Moni, kannst du rangehen und sagen, dass ich schon weg bin? Ja? Was ist los? Ich warte. Kranz, pass mal auf. Ich komm nicht. Ich kann nicht. Du kommst nicht. Du kannst nicht. Jetzt pass mal auf. Ich brech den Wagen auf und stelle ihn dir vor die Tür. Und dann mach gefälligst deine Arbeit. Herr Derrick, helfen Sie mir. Polizei, kommen Sie raus, nehmen Sie die Hände hoch. So, wir haben ihn. Wir haben Kranz. Ja, und er ist allein. Genau. Woher weißt du? Der andere ist bei mir.